Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich war so ein bisschen erkältet und ich habe immer noch so Reste und ich habe einfach mal jetzt eine Woche Pause gemacht mit Videos. Es hat einfach irgendwie nicht reingepasst und ich musste mich mal erholen und nach Ostern. Es war so viel los und es wird auch ein paar Änderungen geben. Nach der Intro gibt es mehr Infos. So, normalerweise mache ich ja ganz oft dann den Ladenrundgang und ja, es sind hier so ein paar Veränderungen. Ich würde sagen, heute mache ich glaube ich erstmal das Video, die Arbeit, die ich euch zeigen möchte, weil ich habe so schön, also ich habe ja in Etsy, vielen, vielen Dank für die vielen Bestellungen von euch allen, die waren großartig und wir haben so viele Sachen verschickt und es hat so viel Spaß gemacht, euch die Sachen alle anzufertigen und wir haben auch immer geguckt, dass wir die Sachen so schnell verschicken und es kam auch nur 5-Sterne-Bewertung, also Dankeschön, es hat total Spaß gemacht, wie immer. Dann habe ich gedacht, ja, Ostern, hier ist zwar jetzt noch der letzte Hase da hinten, ja, der ist auch schon reserviert und ich finde den auch so dekorativ, den lasse ich noch mal ein bisschen hängen. Aber Ostern ist jetzt natürlich vorbei, man sieht hier die letzten Tulpen hinter mir, das ist die Tulpe Strong Gold, die liebe ich heiß und innig. Aber eigentlich gehen wir jetzt schon zu den Sommerblumen über und mir kam noch so eine schöne Idee, weil ich habe einen ganz tollen Eukalyptus und ich hatte so ein schönes, ja, so ein ganz tolles Seil und ich kam nicht umhin, einfach mal einen schönen Loop zu machen, weil ich mache eigentlich sonst nicht so Loops, aber irgendwie, ach, irgendwie muss man immer mal was Neues machen. Ich habe eigentlich immer Lust, total abzuwechseln und da kam mir so der Gedanke, ich sage, ja, wir machen mal einen schönen Loop mit Eukalyptus und danach gibt es Neuigkeiten von mir. Bleibt mal dran und dann erfahrt ihr mehr. So, ich hab so ein wunderschönes Seil ergattert. Und dann dachte ich irgendwie so, ich finde, es ist so, ich mag ja immer so Naturarbeiten, ja. Und es hat mich ja fast auch erinnert an, kennt ihr die Efeutute, die Pflanze? Die hat ja auch in der Mitte so diesen, das ist ja wie eine Palmfaser. Ich hole euch mal eine Efeutute, die zeige ich euch mal. Weil da habe ich tatsächlich gerade eine für eine Kundin umgetopft und habe die mal schön mit Erde frisch versorgt und gedüngt. Und das ist ja auch eine Pflanze. Die ist ja so an dem, ja, an diesem Kokosfaserstab, kann man den sehen, ja. Und da ist die Pflanze ja mit so, mit Metallkrampen quasi fixiert. Und da hat mich dieses Seil, hat mich da auch dran erinnert. Und da habe ich gedacht so, Und da ich aber, es geht heute nicht um die Efeutute, nein, das ist jetzt nur eine Begleiterscheinung, sondern da ich auch noch so schönen Eukalyptus bekommen habe, der da, das ist ein winterharter Eukalyptus, der tatsächlich im Taunus wächst im Garten und der auch wirklich zweimal im Jahr geschnitten werden muss, zu meiner Freude. Ja, und da ich das dann hatte und das Seil, habe ich gedacht so, meine Ideenschmiede, die geht ja nie aus. Und dann habe ich gedacht, wir machen heute mal einen Loop. Ja, und passend dazu, dass wir natürlich jetzt auch die Osterblumen sind jetzt irgendwie so, ja, es gibt immer weniger Tulpen. Es gibt zwar noch welche, aber man merkt so jetzt die Frühlingsblüher, das Wetter ist warm, ja, die knallen auf und jetzt kommen einfach andere Blumen. Und zum Beweis dafür zum Beispiel hat ein Kunde heute auch gesagt, mach mir mal einen schönen Strauß, Margit, und er möchte ihn zu einem Geburtstag verschenken. Und hier sieht man also auch, dass jetzt wirklich die sommerlichen Blumen, hier ist auch das Löwenmäulchen mittig und ist was auch noch sehr Schönes, gibt es im Frühling eigentlich jetzt noch das Allium, ja hier in so einer weißen Form mit dieser dunklen Blütenmitte und das ist natürlich sensationell, es ist immer der Schneeball und deswegen finde ich es also so ein Strauß, ja, schon echt ein kleiner Knaller, ja, würde ich,
Würde ich auch gern nehmen. Aber ja, egal. Also er ist auf jeden Fall bestellt und er geht an eine Dame zum Geburtstag. So, dann habe ich natürlich schon zum Loop, habe ich hier unsere schöne Palette an Bändern schon mal bereitgestellt. Also wir sind ja auch immer so kleine, ja, so kleine Erfinder. Und wir haben hier tatsächlich auch eine, das war ein Deckel von einer Stiefelschachtel. Und wir haben in der Mitte wirklich so Abtrennungen gemacht mit Pappe und haben auf die Art und Weise jetzt unsere ganzen Bänder super griffbereit, also alles so reingemacht, dass man immer alles von oben sieht und dass es nicht irgendwie in der Kiste reingeballert ist, sondern diesen, also ich finde, es ist ein super Ordnungssystem und ich kann euch ja mal sagen, so aus dem Nähkästchen, so unter uns, manchmal erzähle ich dann ja auch so persönliche Sachen. Also ich habe tatsächlich zum Beispiel meine Jeans zu Hause, die habe ich auch in so Filztäschchen, halbier die, drittel die, geklappt und dann sind die wie so Päckchen da drin und ich kann die von oben alle greifen und ich finde das sensationell. Ja, aber weg von Margits Kleiderschrank wieder zu den Arbeiten, die wir eigentlich machen wollen. Ja, also ich habe hier einen Drahtring, da gebe ich euch nochmal die Bestellquelle bei Floristik24. Diese Drahtringe, die kann man also immer ganz toll nehmen. Und das Schöne ist, wenn es eben nicht so ein dicker Kranz werden soll, wie wir oft natürlich bei den Herbstkränzen. Ich habe jetzt gar keinen Strohrömer mehr da. Sonst haben wir immer diese, die blende ich euch nochmal ein, ja, diese Strohrömer. Und das ist jetzt wirklich mal so ein Kranz, wo wir sagen, boah, das soll jetzt mal so richtig filigran werden. Ja, und da habe ich jetzt also diesen Drahtring. Ich muss sagen, Thema Draht. Tatsächlich muss ich jetzt auch noch mal kurz ein Stück Draht holen, um den Anfang auf diesem Drahtring festzuwickeln. Aber dazu brauche ich einen feinen Draht, natürlich einen ganz dünnen. So, dann nehme ich also einen Bastel- oder Myrtendraht und wickel mir einfach mal den Anfang fest. Habe natürlich den Draht immer schön auf der Spule fixiert und habe den so gut fixiert, dass er da gar nicht raus will. Doch, jetzt will er raus. Ja, und werde einfach mal den Anfang hier fixieren. Und dann fange ich einfach mal an, diesen Drahtring ganz eng zu wickeln. So, aber bevor ich das mache, muss ich natürlich erstmal die Schnur oder diese Kokosfaser am Drahtring den Anfang fixieren, weil ansonsten, ich habe ja auch keine 3-4 Hände, ne? Ich bin hier nur alleine. Und wie man merkt, ich bin alleine, weil ich habe mal wieder die Kamera aufgehängt. Und deswegen muss ich mir ja selber auch helfen mit ein paar kleinen Kniffen. So, also wie immer muss man erstmal einen Anfang finden. Ich habe jetzt endlich diese Sisal-Schnur fixiert. Und ich erzähle es ja auch immer wieder, tatsächlich ist es auch mir jetzt passiert, dass sich der Draht, und es passiert vor allem, wenn diese Drahtröllchen ganz neu sind, dann ist es mir passiert, dass es so richtig, hat das Ende an nicht ganz im Griff und bam, ist dann alles so richtig aufgesprungen und ich habe erstmal den Draht ordentlich aufgewickelt, um dann im Video mal starten zu können. Und das ist jetzt so ein bisschen Fleißarbeit, weil was ich jetzt mache, ist wirklich nur diese Sisal-Schnur, um den Drahtring zu wickeln, weil ich möchte ja eine schöne Basis, ich möchte ja nicht einen Drahtring aufhängen. Das finde ich jetzt nicht so schön und deswegen fand ich den so natürlich dekoriert und diese Natur versteckt. Das ist super. Ansonsten kann ich euch sagen, mit so einer Sisal-Schnur könnt ihr entweder gleich den Staubsauger bereitlegen, weil wenn ich hier meinen Tisch angucke, der ist jetzt schon voller Kokosfasern, oder ihr bestellt einfach die fertige Arbeit auf Etsy, aber in meinem Shop, aber dafür machen wir sie jetzt erstmal fertig. Ich glaube, das ist erstmal Schritt 1, weil ihr wollt ja auch sehen, was dann rauskommt. Und damit es nicht so lange dauert, mache ich den Zeitraffer an und dann geht's weiter, wenn ich mal meinen Ring gewickelt habe.
So, jetzt habe ich also hier meinen Drahtring mal super ja, verkleidet und kein Mensch sieht mehr, dass es mal ein Drahtring war. Und habe mich natürlich auch echt verkalkuliert, wie viel ich brauche. Habe natürlich viel zu viel immer durch den Drahtring durchschaffen müssen. Aber egal, man ist ja, man nähert sich ja immer so diesen ganzen Angaben und weiß nicht von Anfang an, wie viel man genau braucht. Und das ist ja aber auch kein Problem, weil ich möchte ja auch gerne noch ein paar weitere Drahtringe machen und ich habe noch genügend Ringe, ich habe noch genügend Kokosfaser und ich habe auch noch genügend Eukalyptus. Ja, und das ist natürlich auch eine ganz süße Geschenkidee, ja, sowas Sommerliches. Und wenn jemand sagt, das ist so eine, also Sommerzeit ist eigentlich keine Kranzzeit. Ja, und wenn jemand sagt, so, er hätte gern so eine luftige, lässige Deko an der Haustür, dann ist das natürlich eine ganz, ganz süße Geschichte, dass man das einfach so, ja, so was Leichtes eigentlich, ja, und eben nicht so schwer, nicht so dick, ja, und die Osterkränze können jetzt ab. Und wir hatten hier auch draußen Osterdeko. Wir hatten aus Heu so ein paar Hasenohren und dann hat man mit Filz Augen dran gemacht. Und dann haben die Vögelchen zum Nestbau diesen Filz ja, gepickt. Ja. Und als wir das jetzt weggemacht haben, dann waren da draußen ganz entrüstet, sind die Vögelchen rumgeflattert. Und dann haben wir gesagt, und hat meine Kollegin gemeint, ja, da beschwert sich jemand, dass die Hasenohren fehlen, ja, oder die Augen. Ja, war echt süß, sind sie also da rumgeflattert. Ja, der Eukalyptus hat also auch so eine schöne natürliche Biegung. Die greife ich jetzt sehr gerne auf. Und so, habe jetzt also das Ende verschlossen mit dem Draht, mit dem Wickeldraht. Schneide ihn jetzt natürlich auch nicht ab, weil ich möchte als nächstes gern meinen Eukalyptus hier so dranlegen und ich finde, es passt also so total vintage-mäßig. Ist es schon so richtig süß mit dem Eukalyptus. Es gefällt mir total gut. Und suche mir auch so schöne Eukalyptusspitzen aus. Die natürlich, ich würde jetzt nie den Eukalyptus so nach außen so gucken lassen, sondern ich lege den immer so an, dass der so schön mit diesem, ja, mit diesem Kranz oder in dieser Form, dass der so schön mitläuft. Und dazu muss ich mir jetzt natürlich nochmal, Moment, ich habe nicht alles vorgeschnitten, ja, und auch nicht alles vorpräpariert, sondern einiges ergibt sich an meinem Video und ich wollte erstmal mein Drahtreif bewickeln, um dann als nächstes mich um den Eukalyptus zu kümmern. So, und kann dann immer erstmal wickeln und dann wieder so ein bisschen Eukalyptus anlegen. Ich würde den Eukalyptus auch nicht zu lang lassen, ja, also er trocknet eigentlich schön ein und der lässt sich auch ganz toll wickeln und ich zeige euch jetzt mal so, ja, ist jetzt mal so ein Anfang und ich möchte gerne mit dem Eukalyptus eine, ja, unten in der Mitte in diesem ja, gewickelten Drahtring möchte ich unten in der Mitte gerne dekorieren. Dazu suche ich mir natürlich dann auch mal so ein paar kürzere Stückchen aus für die Mitte. Die lege ich hier so rein, weil irgendwann muss ich ja eine Mitte finden und ich muss auch zur anderen Seite kommen und dass die andere Seite, also dass es nach beiden Seiten, dass der Eukalyptus nach beiden Seiten gewickelt ist. Ich mache das jetzt mal und dann zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Und als nächstes zeige ich euch natürlich dann auch mal, was ich mir als Deko so ausgesonnen habe. Da habe ich nämlich auch schon Ideen. Vom Handling her, ich habe jetzt mal einiges gewickelt zu der Seite. Ich habe jetzt ein langes Stück hier an die Seite gelegt, gehe mit meinem Draht hier rüber, um dann wieder kleine Stücke anzulegen und um dann so langsam zur Mitte zu kommen und dass ich dann die Mitte so ein bisschen buschig habe, weil für die Mitte und als krönende Mitte habe ich mir natürlich schon nochmal was überlegt, dass ich eine Blüte, ich habe hier weiße Rosenblütenblätter, ich habe hier so kleine, feine, weiße Kügelchen. Wir gucken mal, was dann da so reinpasst, aber ich wickel erstmal den Eukalyptus, dass ich das als Basis habe und dann, Übergewicht, und dann kommen als nächstes erst die Blüten rein. Manchmal gibt es hier so ein Stück,
Das ist tatsächlich dann ein ganz dickes Stück vom Ast. Und da sind dann diese kleinen Triebe rausgewachsen. Die kann ich jetzt natürlich super nehmen und nehme diese kleinen Ästchen und die vereinzelt. Die kann ich jetzt natürlich richtig schön da reinwickeln. Und die haben auch so feine Blättchen, ja, weil die natürlich so klein sind. Die sind hervorragend dazu, weil so ein Stück Ast kann ich in keinen Strauß wickeln. Aber in diesen Loop kann ich das natürlich reinwickeln. Das ist super. Das ist immer perfekt. Also immer schön, wenn man für die jeweilige, ja, für die jeweilige Gestaltung der Natur die entsprechende Deko auch hat. Und dann auch noch mal so eine kleine Info zum Thema Scheren. Wir hatten auch unsere Scheren, ja, man ist natürlich sparsam, man benutzt die Jahr und Tag. Und wir haben jetzt auch mal neue, tolle Scheren genommen. Und es ist eine Wohltat, weil manchmal, wenn man mit älteren Scheren schneidet, dann franzt das so aus. Und das ist jetzt hier ein richtig sauberer Schnitt. Also gönnt euch manchmal neue Scheren, kann ich euch nur sagen. Das war bei uns auch dringend nötig und ja, das haben wir jetzt mal gemacht. Wir haben eine Ladung neue Scheren genommen. Es ist super, es macht so viel Spaß, damit zu arbeiten. Es ist ganz toll. So, und jetzt habe ich, das bin ich dann also mit meinem Eukalyptus auch mal fertig. Ich verschließe den Draht und wickel den Eukalyptus, nein, wickel den Draht fest, fixieren in meiner Spule. Und habe jetzt eine schöne Basis, ja, Basis geschaffen mit relativ einfachen Mitteln. Theoretisch, wenn ihr sagt, ihr habt einen ausgereiften Buchs, der noch nicht so getrieben hat, kann man es natürlich auch machen. Ich fand es natürlich mit Eukalyptus jetzt echt toll, ja, weil das so, ja, Eukalyptus ist halt sehr, sehr modern. Der trocknet tatsächlich auch wirklich schön ein, ja. Und da ist jetzt so die Frage noch, also ich wollte gerne, das gibt es dann zum Beispiel manchmal bei Hochzeiten, gibt es diese aus Seide, diese Rosenblütenblätter. Und ich würde da jetzt einfach mal ein bisschen was reinkleben, so ganz dezent. Vielleicht einen Hauch, damit ich eine Basis habe. Einen Hauch Moos klebe ich hier unten in die Basis rein. Das hole ich mal von hier unten gerade. Das habe ich immer hier unten. So, dann habe ich nämlich auch eine schöne Mitte. Ich zeige es euch gleich nochmal in der Kamera. So, ja, ein Hauch Moos ist auch jetzt drin. Und dann fange ich an, auch ein paar künstliche Rosenblütenblätter, natürlich künstlich, weil ich will das ja nicht jeden Tag machen. Für eine Hochzeit kann man natürlich überlegen, ob man frische nimmt, aber das ist wirklich nur für einen Tag. Aber ansonsten kann man ja einfach ein paar künstliche Rosenblütenblätter reinkleben und in die Mitte habe ich dann eine schöne Magnolienblüte und ich denke, das reicht auch. Und ansonsten lebt das Ganze natürlich auch davon, dass man so richtig schöne spielerische Bänder da rein macht. Und mehr würde ich da auch gar nicht machen. So, gucken wir mal die Magnolie, dass die auch schön drin sitzt. Wichtig ist auch, dass diese Blüte, ja, wenn ich die jetzt habe, dass ich die also nicht so draufgesetzt, ja, sondern dass die sich so schön reinkuschelt, ja, dass ich die also so, dass die quasi in diese Rundung schön drin liegt. So. Es ist auch schön, dass die Mitte eben am dicksten ist und am buschigsten. Das ist natürlich auch total schön. Ja, und dann habe ich eigentlich schon, bis auf die Bänder, bin ich eigentlich schon fertig mit diesem Loop. Und das ist jetzt in Weiß, aber ich würde sowas genauso auch noch machen, zum Beispiel in Rosé mit roséfarbenen Blüten. Gibt es auch in Gelb oder gibt es auch mit Mohn. Ist auch wirklich total schön. Mit einer Mohnblüte. So, Moment, kann ich euch mal zeigen. Das sind auch so Sachen, die würde ich dann noch machen. Auch dann eben mit gelben Bändern. Ja, Mohn ist auch so wunderschön von Frühling. Das sind so Sachen, die stelle ich einfach, wenn wir sowas machen, in Etsy ein. Wir machen diese Arbeiten und dann könnt ihr die im Online-Shop erwerben.
So, jetzt suche ich einfach noch mal ein paar schöne spielerische Bänder. Ich finde, es ist einfach schön, wenn, also zum einen, wir haben hier immer eine extra eine Bandschere und mit der werden nur Bänder geschnitten, nichts anderes. Und das heißt, die ist natürlich auch traumhaft scharf und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig so. So, und dann suche ich mir auch zum einen, die dürfen jetzt nicht zu massiv sein, ja, sondern das soll eben so spielerisch, so fein wie dieser Loop ist, so sollen auch die Bänder sein. Das heißt, ich suche mir jetzt ein Organza-Band. Dann suche ich mir noch nicht zu lang. Dann finde ich immer sehr süß. Das ist also eines meiner Lieblingsbänder mit diesen Heftstreifen. Ja, das finde ich ganz toll. Das würde ich mir jetzt noch dazu suchen. Was ich auch immer schön finde, das ist jetzt wirklich ein ganz so, das so ein, ja, so ein feines, Entschuldigung, ich habe Pflaster am Finger. Das gehört leider, kleine Berufskrankheit, aber es gehört leider auch manchmal dazu. So, und man kann sich ja das Band, mit dem man letztendlich den Loop aufhängt, oder man hat einen Nagel an der Tür, das wäre natürlich noch besser. Das kann man sich ja dann suchen, aber das ist jetzt so ein kleines Allerlei. Und ich muss natürlich jetzt gegenüber genau die höchste Stelle finden. Ja, und ich würde sagen, damit ist jetzt eigentlich schon fertig. Einfach nur so ein paar Bänder, die im Wind schaukeln. Und damit ist dieser Eukalyptus-Loop mit einer Seidenblume, der ist schon jetzt fertig. Und den Link, wo ihr den in Etsy bestellen könnt, den mache ich euch noch rein. Und wie gesagt, wir machen das mit ein paar anderen Blumen auch noch. Weil ich glaube, das ist jetzt einfach eine schöne sommerliche Deko. Und man könnte auch alternativ, man muss ihn gar nicht an die Tür hängen, man könnte ihn auch genauso gut auf den Tisch legen und eine Kerze reinmachen und die Bänder so entlang laufen lassen am Tisch. Also ich bin ja auch ein Fan davon, mit Tischgrenze zu dekorieren. Ich bin gar nicht so auf Türe aus, zumal ich keine Außentür habe und es sieht eigentlich auch keiner. Ja, also ich bin gespannt, was ihr zu der Arbeit meint. Ja, und jetzt komme ich nochmal so in eigener Sache zu ein paar Veränderungen. Ihr Lieben, jetzt erzähle ich mal so Margit persönlich meine Veränderungen. Es hat einen Grund, dass hier ja in meinem Separé, dass hier so wenig drin ist, weil es gibt ganz viele, die schon bei mir waren, ganz, ganz viele. Vielen Dank aus der Schweiz, aus den nördlichen Bundesländern, ja, die kleine Merle, hier auch von Nahr und von Kelkheim und von Mainz und aus dem Taunus und aus Idstein und ach, ganz, ganz, ganz viele haben mich ja schon besucht und da habe ich mich auch immer total gefreut und die Zeit, in der ihr mich besuchen könnt, die wird leider limitiert sein, weil ich muss euch jetzt mal gestehen, ich werde meinen Ladengeschäft schließen. Ich habe jetzt seit September 2010 meinen Blumenladen gemacht. Es ist eine wunderschöne Zeit. Es ist wunderschön. Es ist total arbeitsreich. Es ist auch wirklich so, dass ich früh morgens auf den Großmarkt gehe. Ich bin tagsüber im Laden. Abends mache ich Buchhaltung, Schreibtisch oder ich schneide YouTube-Videos. Ja, und von dem her ist es wirklich eine sehr, sehr, sehr lebensfüllende Beschäftigung. Es ist total schön, aber es bleibt wenig Zeit für andere Dinge im Leben. Und ich möchte zwar arbeiten, das werde ich auch weiterhin, aber ich möchte keinen eigenen Laden mehr betreiben. Aus diesem Grund wird es hier einen Ausverkauf geben und es wird immer, ich werde auch in den Videos ein nettes auch Special Offer zeigen. Wer hier in der Nähe wohnt, es gibt tatsächlich einen Sale, der jetzt der diese Woche schon beginnt, wo wir 50% Rabatt auf Kerzen, auf Gefäße, auf alles außer Schnittblumen und Topfpflanzen, wo wir 50% Rabatt alles anbieten. Und es lohnt sich also vorbeizukommen. Es gibt immer ein paar schöne Sachen. Und ich freue mich auch total, immer euch zu sehen. Also vielleicht ist es auch ein Grund, noch eine kleine Tour nach Königstein zu machen. Ja, und ich werde arbeiten, ich werde in Bad Soden arbeiten, und auch freiberuflich, auch für andere Kollegen, das werden wir dann sehen, aber auch eben auch für ein sehr schönes Blumenfachgeschäft namens Weigand in Bad Soden. Von dem her werde ich in der Floristik bleiben, aber ich betreibe kein eigenes Ladengeschäft mehr. Aber die gute Nachricht ist, bis 12. Mai sind wir noch da
und bieten wir noch alles an, Frischblumen, wird alles auch auf Vorbestellung und danach muss ich erstmal zumachen hier, alles ausräumen, renovieren, streichen, böden. Ja, da haben wir noch mal richtig zu tun. Mal gucken, wie viele YouTube-Videos es dann gibt und ob mir mal ein paar schöne Ideen beim Kochen einfallen, ob ich euch da mal was zeige. Also, aber ich glaube nicht unbedingt jede Woche. Aber ja, das Leben wird sich jetzt ein bisschen ändern. Und dadurch darf ich auch mal einen Monat zum Beispiel mal in Urlaub fahren. Und mit Laden ist das alles nicht möglich. Und ja, also deswegen es war eine wunderschöne Zeit, total erfüllt. Und es ist, ja, es ist nicht, dass ich sage, oh Gott, ich muss da weg, sondern ich schließe einfach ein ganz tolles Kapitel. Und da ihr mir so im Herz liegt, wollte ich euch das jetzt einfach mal sagen, weil ich mache das jetzt auch bekannt hier im Ort und alle die Leute stehen vor mir und gucken mich an und sagen, und wo sollen wir jetzt hingehen? Dann sage ich so, ja, es tut mir leid. Ja, also es gibt einfach einen neuen Lebensabschnitt. Aber ich mache weiterhin YouTube. Wenn auch während dieser ganzen Änderungsphase, nicht, vielleicht nicht jede Woche, aber ich zeige euch ja mal, was wir hier so machen. Ja, werde euch mal zeigen, was der Umbau macht. Ich mache mir auch eine eigene Werkstatt zu Hause, richte ich mir ein. Und da wird es immer wieder mal Updates geben. Und ich bleibe euch erhalten, weil YouTube ist wirklich eine tolle, total schöne Sache und das mache ich weiterhin. Ja, und das waren jetzt die großen Neuigkeiten und der Eukalyptus Loop des heutigen Tages. Ihr Lieben, macht's gut und verkraftet erstmal gut die Neuigkeiten. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz tolle Zeit und alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!